So. Dann ist auch viel einfacher, dann kann man auch viel besser sich unterhalten. Okay. So. Ach so, jetzt muss ich da noch was reinsetzen. Das habe ich natürlich noch nicht. Muss ich jetzt zusammen puzzeln? Puzzle, puzzle. Mit bloßen Händen rühre ich die Erde nicht an. Ich könnte mir ja meine Fingernägel schmutzig machen. Mein Gott, pisst die sich hier an. So. Okay, Schlüsselfragmente. Achso, vielleicht kommen die hier rein. Ah, okay, da kommen sie auch rein. Andersrum. Könnt ihr etwa nicht lesen, was ich schreibe? Fragt Mary. Du hast aber keine Sachen geschrieben, also keine Antworten oder sowas. Ladet mal den Chat neu. Ich lade den auch gerade neu. Vielleicht hat er gerade eine Macke. So, ich hoffe, ich motze euch nicht zu viel. Ich sag einfach mal so, was Tacheles ist. Weil das sind einfach so Sachen. Das schreiben ja auch manchmal Ilori oder Matta, dass sie auch genervt sind von den Sachen. Das Gefühl von Matta kenne ich übrigens auch. Das ist auch halt manchmal so, dass man so sagt, so, geht gar nicht voran mit dem Kanal und bla. Ja, aber ich meine, ja, man hilft da leider nicht so viel. Da muss man dann einfach mehr Togethers machen. Das wisst ihr ja auch, dass ich das ja jetzt auch gemacht habe, dass ich jetzt auch mein Pensum, was ich selber mache, ein bisschen zurückgeschraubt habe und dass ich jetzt auch mehr Sachen mit anderen mache. Das ist jetzt noch nicht so weit angelaufen, aber ist auf jeden Fall jetzt eingeplant und das hilft auf jeden Fall beim Kanalwachstum. Networking habe ich ja auf dem Nebenkanal auch erklärt. Das hilft auf jeden Fall viel. Habt ihr ja auch gesehen, in letzter Zeit bin ich ja auch ziemlich gewachsen wieder. Das lag daran, dass wir jetzt mit dem KP Home Sachen zusammen machen. Den der Chris schon eine Weile kennt, den der auch sehr nett findet. Und hat ihn einfach mal gefragt, ob wir nicht mal was zusammen machen wollen. Und er war auch ganz begeistert davon. Nur beim letzten Mal, als der Chris streamen wollte, letzten Freitag, hat das Internet vom KP Home gespackt. Und deswegen hatte der KP Home dann keine Lust mehr. Aber, naja, da kann man ja leider nichts dran ändern, wenn das Internet spackt. Das ist nun mal der, ja, der Nabel zur Welt, sagen wir es mal so. Und, ja, da kann man da nichts dran machen, ne? Aber ich finde es halt wichtig einfach, das habe ich ja auch immer, weil das haben wir auch im Digimon-Stream besprochen, dass man einfach die Spiele spielt, die man gerne spielen möchte. Weil es halt nichts bringt, wenn man Sachen spielt, die man gar nicht spielen möchte. Und es findet sich halt für jedes Let's Play die Zuschauer, auch wenn das jetzt zum Beispiel in meinem Wimmelbild spielen nur ihr Paar seid, ne? Ja, wie viel habe ich jetzt? Ich sehe es jetzt gerade noch nicht mal. Eben waren es 13, das fand ich schon eine schöne Zahl. Ja, finden sich auf jeden Fall Zuschauer. Für jedes Projekt. Ich wurde gerade darüber in Kenntnis gesetzt, dass das Probeprogramm von Chris abläuft. Schön. So ein Anti-Spam-Programm. Das wollte er sich kaufen, aber ich habe gesagt so, ey, wofür brauchst du das? Bisher haben wir auch immer alles kostenlos entfernen können, alle Spamware. Malware, Spamware, keine Ahnung was alles. Und jetzt auf einmal sollen wir dann so ein Programm nehmen? Weiß ich nicht. Außerdem kostet das mehr als mein, ihr seid dran mit suchen. Das kostet mehr als mein ganzes Scraps gekostet hat. Ja, der Donkey Kong Stream geht auch noch weiter. Ich muss den auch noch schneiden, der kommt ja auch noch auf den Kanal. Ich bin nur nicht dazu gekommen, den zu schneiden bisher. Der Chris, der sollte auch den Atlantis-Bonus, die Atlantis-Bonus-Folgen schneiden, weil ich mich da ja so ein bisschen angepisst habe und das wollte ich nicht im Stream haben dann. Und das muss auch noch geschnitten werden. Gestern habe ich Digimon geschnitten und hochgeladen.
Ja. Also ich finde das halt ganz angenehm, wenn man so feste Aufnehmzeiten hat. Der Lappen ist ganz unten. Du meinst wohl eher ganz oben. Ah, ich habe mich verlesen. Der Lappen ist ganz oben. Genau, das habe ich mir auch gesagt, Eisbeut. Ich sage ja immer, ich habe so wenig Kommentare. Aber ich habe das ja jetzt auch, ich habe bei anderen Let's Playern das auch mitbekommen. Ich habe es bei Elori mitbekommen. Ich habe dann wenigstens meine paar Zuschauer, die sinnvolle Sachen schreiben, als so ganz viele, die Schwachsinn schreiben. Ich muss das sagen, ich bin da ja auch sehr rigoros. Ich gehe da gleich dumm gegen vor, wenn mir jemand dumm kommt oder block den auch. Und ich denke, deswegen habe ich auch so viel Ordnung auf meinem Kanal. Und dann habe ich halt ein paar weniger Kommentare. Aber ich weiß ja, dass ihr mich sehr gerne mögt und auch sehr gerne hier dabei seid. Und das wiegt das ja auch wieder auf. Deswegen denke ich, wenn man halt sozusagen streng auf seinem Kanal vorgeht von Anfang an, dann nimmt das auch nicht so Züge an. Ich werde auch nie so einen großen Kanal haben wie Gronkh. Aber selbst wenn man jetzt mal so das Kevs-Niveau erreicht mit, weiß ich nicht, 28.000 Abos irgendwann mal, keine Ahnung. Für mich wären ja schon hier 5.000 Abos viel. Das ist ja erstmal so mein nächstes Ziel, ne? So 3.000, 4.000, 5.000 Abos. Denke ich, wenn man die Leute im Schach hält, dann geht es auch. Dann ist das nicht so schlimm. Das sehe ich ja auch bei Kelturio, da finde ich, geht es ja auch noch mit den Sachen. Ich finde das aber auch richtig so, sagt der Eisbot. Wenn mir jemand dumm kommt, warum soll ich dann Kackfreunde ihren Feenpudern furzend entgegenkommen? Ja, das sehe ich auch so. Warum nicht? Oben rechts ist die Spinne, habt ihr geschrieben. Der Federkill ist links unten. Oh, jetzt habe ich die Erdbeere angeklickt. Entschuldigung. Achso, die Erdbeere hattet ihr auch schon geschrieben. Der Kelch ist rechts in dieser Eisenkette. Ich muss auch noch irgendwas suchen hier. Ah, okay, da ist die Perle. Und da ist das Buch. Ha, Jenny wollte mir hier auch nochmal gratulieren. Oder uns. Eher, ich sage immer mir, aber ich führe den Kanal mit Chris zusammen, auch wenn er nicht so viel macht wie ich. Zu den 2200 Abonnenten. Danke. Ich werde auch bald dann das Drakensang Let's Play vorbereiten. Ich weiß noch nicht, ob ich das am großen PC machen muss. Wahrscheinlich auch. Weil ich das wahrscheinlich am Kleinen wieder nicht schaffe. Oh, wenn es gleich piept, dann ist das das Handy vom Chris. Da freue ich mich ja auch schon drauf auf das Drakensang-Let's Play. Und da wollte ich ja ein Gewinnspiel für euch machen. Da muss ich auch noch planen, wie ich das mache. Und da könnt ihr ja dann, ich habe das jetzt noch nicht entworfen, werde ich dann noch entwerfen, Autogramme von uns bekommen und halt zwei Exemplare von Drakensang, die ich hier noch rumliegen habe. So. Links neben dem Apfel ist der Kerzenhalter. Der Mond ist rechts. Da oben. Ja, ich werde Drakensang Let's Playen. Das wollte ich ja schon machen, seitdem ich Elori kennengelernt habe, weil ich das Spiel ja so schön finde. Ja. Und ich habe halt noch, ich habe ja letztens. Ist Awakening eine große DVD-Sammlung? Nein, es hat einfach nur vier Teile. Ich habe das ja bei Big Fish Games gekauft, dass alle eins und so. Das ist so einfach nur. Das sind vier Teile, das ist keine DVD-Sammlung. Die kann man halt so im Ausverkauf vielleicht kaufen. Ich muss sagen, mir ist gerade kalt. Ich bin gerade mal ein bisschen am Frösteln. Ich werde mal die Heizung aufdrehen. Gleich. Das sage ich selten. Also meistens ist mir ja warm und der Chris friert nur. Aber jetzt friere ich mal. So, wir brauchen noch einen Stern und ein Kreuz. Aber Motoko nicht ausflippen, wenn dann Wok hier auftaucht und der Tisch bis zum Umfallen gibt, wie bei Elori. Ach du, ich kenne mich mit Drakensang ein bisschen besser aus. Ich habe da so ein bisschen mehr Verbindung zu, habe ich ja auch in dem Infovideo schon gesagt. Stern auf dieser Karte links oben. Ich habe ja auch das Pen and Paper Spiel schon gespielt. Ich kenne zwar jetzt die Quests und so nicht, aber ich werde mich da schon durchfinden. Ich war ja jetzt auch sehr überrascht. Mata fängt ja jetzt das Let's Play von Skyrim neu an. Und da ist es ja auch so, dass man irgendwie den Quest folgen muss, um alle Sachen mitzubekommen. Und ich denke mal, es ist auch ganz gut, wenn man sich einfach an so Quests lang hängelt. Das ist ja im Spiel schon so gedacht, dass man damit schon alles erwischt.
Das Kreuz rechts auf der Karte. Ja, ich quatsche heute ein bisschen viel, deswegen komme ich hier gar nicht zu Potter. Ich habe mich ein bisschen gehetzt, jetzt quatsche ich zu viel. Weiß man auch nie, wo man dran ist. So. Ja, das ist ein Kreuz, das ist so ein wie vom Kartenspielen so ein Kreuz. Genau, jetzt geht's nach hier oben. Hier hatten wir die Teekanne, da kann ich mich dran erinnern. Hier haben wir die fleischfressende Pflanze. Okay, die Spinnen, die frisst du nicht. Den Türgriff nehmen wir mit. Ah, okay. Hier kommen die Schnecken rein. Ach so, geht noch nicht. Okay, geht noch nicht. Was ist das? Okay. Ja, hier waren noch einige Rätsel. Wir sind jetzt hier so gerade im Endstadium der Rätsel. Ach, ich finde das so schön. Die Musik ist so schön beruhigend von dem Spiel. Hier fehlt noch ein Buch. Ach so, das Buch habe ich in der Hand. Gut. Ah, ich bin gerade abgedreht. Ja, das Fenster habe ich eben schon zugemacht. Ich mache gleich die Heizung an. Ah, Mary, man kann immer Let's Playen. Also, es kommt nicht immer unbedingt aufs Alter an. Ich kenne ja auch einige Leute, zum Beispiel Kira, die ist zum Beispiel eigentlich noch sehr jung, aber sehr erwachsen für ihr Alter. Also, ich meine, man muss nicht ein bestimmtes Alter haben, aber vielleicht, um sich die Sachen zu kaufen zu können, vielleicht deswegen ein bestimmtes Alter. Ansonsten kann man auch, wenn man jung ist, auf jeden Fall schon nette Let's Plays machen, würde ich sagen, die dann halt wahrscheinlich eher für die entsprechende Altersgruppe sind. Also ich finde, wenn man halt älter wird, dann kann man halt Sachen für Jüngere und Ältere machen. Aber jetzt als junger Mensch was sowas zu machen, was auch Ältere anspricht, finde ich es schwieriger. Aber muss ja auch gar nicht sein. Man kann ja dann eher mit seiner Altersgruppe was zusammen machen. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, kommt auf die Qualität drauf an. Ja, da muss man natürlich drauf achten. Aber ich habe ja auf meinem Nebenkanal euch Tipps und Tricks, zu gebe ich euch ja. Und hier ist wieder ein Suchtbild für euch. Ich werde auch da nochmal das eine Programm demnächst zum Download stellen. Das, was ich immer benutze, den Movie Maker. Aber ich habe doch tatsächlich letztens einen kennengelernt, der hatte noch Windows XP auf seinem Rechner. Dem konnte ich überhaupt nicht helfen, weil das Programm für Windows Vista ist, der Movie Maker. Da konnte ich denn überhaupt nichts machen. So. Der Frosch ist links auf der Leiter. Heißt das jetzt, gibt schönes oder schlechtes Wetter? Wie heißt denn dein Nebenkanal, Motoko? Alles auf dem Hauptkanal verlinkt. Du, ich bin eine ordnungsliebende Person und mache das immer praktisch, dass das jeder sieht. Außerdem bin ich auch noch jemand, der weiß, wie man Werbung macht, weil das ja auch mit meinem Studium zusammenhängt, wo ich mich ja auch jetzt wieder mehr reinknien wollte. Und deswegen gibt es den Link unter jedem meiner Videos. Man muss einfach nur mal die Augen aufmachen. Der Zauberstab ist links oben im Regal. Mitten im Gewusel ist das Schmetterlingsnetz. Hä? Ah, da. Sonnenblume ist mitten im Regal. Deswegen wundere ich mich dann auch mal, warum die Leute solche Sachen fragen, wie, wo ist der Link und so. Weil, das ist unter jedem Video. Verlinkt, mehr kann ich gar nicht machen. Jetzt, wo ich das, ich hab ja, bin ja immer noch daran, meinen Kanal zu überarbeiten, wegen meinem Netzwerk, die haben mir ja Tipps gegeben. Und, da tue ich die Beschreibung sogar nochmal ändern. Die ist jetzt viel komplizierter, falls ihr das gesehen habt. Aber die Links sind immer noch alle drin. Das hier ist übrigens der Unkrautvernichter. Den haben wir letztes Mal auch gesucht. Weil wir nicht wussten, wie der aussieht. Das Herz ist oben am Eimer. Der Fisch ist links oben. Rechts. Mein Gott. Das habe ich ja nicht falsch gelesen. Ich habe den links und rechts verwechselt.
Ach, der Eisbeutel hat den Unkrautvernichter erkannt. Wir suchen noch eine Orchidee, Likörflasche, Feder und einen Steinkobold. Ah, genau, da ist die Orchidee. Let's Plays zu machen erfordert auch sehr viel Disziplin und sehr viel Zeit. Aber meine Methode, die ich anwende, die ist eigentlich ganz praktisch. Ich mache jetzt mit euch hier ganz gechillt die Aufnahme. Sende die dann nochmal auf, bearbeite die dann noch ein bisschen nach. Sende die dann auf YouTube. Und generell mache ich ja Aufnahmesessions. Das heißt, ich habe eine bestimmte Zeit, wo ich dann dran setze. Ja, das ist die Likörflasche, obwohl die eher aussieht wie eine Gammelflasche. Ja, also ich kann das nicht. Ich habe es schon versucht, ich schaffe es einfach nicht. Wie die anderen. Mit dem täglichen Aufnehmen von einer Folge schaffe ich nicht. Das ist einfach nicht mein Fall. Steinkobold unten in der Mitte. Nee, das hier oben ist der Steinkobold. So, jetzt suchen wir noch die Feder. Aber das habe ich euch ja schon oft erzählt. Das ist einfach nicht mein Fall. Ich mache es einfach so, wie ich es mache. Und ihr sagt ja auch immer, ihr seid damit zufrieden. Das gefällt euch. Das ist okay. Ich habe auch noch den Vorteil, mich kann keiner vorspammen. Was ihr ja eben schon geschrieben habt, wegen Drakensang. Gut, das schafft der Woki vielleicht noch, dass er mich da für ein paar Quests im Voraus, ja, mir da was vorwegnehmen kann, aber dadurch, dass ich, immer ein paar Folgen schon im Voraus aufgenommen habe, ist das auch ein bisschen schwer, mich zu spoilern. Das heißt, ich muss mich da auch nicht so ärgern. Ist ganz praktisch. Weil da hat mir jetzt auch unter Sims wieder jemand geschrieben, dies und jenes und das. Und ich so, ja, passiert nächste Folge, passiert nächste Folge. Na, ich nehme auch auf Vorrat auf. Ich sag's mit Toko, viel Spaß in den Sümpfen. Ja, ich bin nicht so weit. Ich habe da vielleicht das erste Drittel des Spiels oder so gespielt. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ach genau, die Bohnen haben wir jetzt, aber uns fehlt irgendwie noch ein Topf, habe ich das Gefühl. Oder fehlt kein Topf mehr? Doch, es fehlt ein Topf, fehlt noch. Und ich quatsch so viel, ich komme überhaupt nicht zu Potte. Ah, ich sollte eine Quatschrunde machen, eher. Wenn du noch nicht in den Sümpfen warst, hast du auch noch nicht den ersten Drittel des Spiels gespielt. Ich war in den Sümpfen schon. Da mit dem Zauberer und den ganzen Toten. Beschwörern und den ganzen Leichen, die da rumeiern. Ich habe Eloys Let's Play auch nicht komplett geguckt, weil ich wollte mir auch nicht so viel vorwegnehmen. Jetzt muss ich aber erstmal überlegen, wie es hier weitergeht. Unkrautvernichter. So. Juwelen. So, alle habe ich gefunden. Wunderbar. Die Jessie hat, glaube ich, mal ein kostenloses Programm vorgestellt, was die Melika benutzt. Das heißt, Jessie und Melika kannst du ansprechen wegen diesem kostenlosen Programm. Ich nix Ahnung davon. Ich habe mir einfach Fraps gekauft, fertig aus. Mir wurde ja auch schon mal die X-Tory empfohlen, aber das müsste ich mir dann auch wieder erstmal kaufen. Und habe ich bisher noch nicht gemacht. Einer war ganz schlau. Der hat mir eben erzählt, so, ja, hier, ich habe ein Programm, es kostet 40 Euro. Da kannst du ja mal ein Tutorial zu machen. Hier ein neues Tutorial, wie man damit Sachen brennt. Ansonsten holt sich das jeder schwarz. Ich so, Alter, ich tue schon seit 2 Jahren mit Movie Maker Rendern und ich bin damit 1A zufrieden. Das funktioniert wunderbar. Warum soll ich irgendein Programm vorstellen, was ich nicht kenne und was ich sowieso keinen Arsch kaufen würde? Ja.
So ist dann meine Meinung dazu. Und das drücke ich natürlich ein bisschen netter aus, weil ich möchte ja nicht als unhöflich gelten im Internet. Deswegen habe ich dann einfach nur geschrieben, ich benütze doch immer noch das gleiche Programm. Aber es sind immer diese Sachen, die man denkt und die man sagt, ne? Ich glaube, dazu gab es auch eine. Oh je, dazu gab es irgendwo eine Aufzeichnung, wie das sein muss. Ja, genau, hier war das. Rot, Blau, Orange. Oh, soll das rot sein? Orange. Lila, Schwarz. Silber, Grün, Gelb. So, und jetzt noch die Blümchen. Was ist das für eine komische Blume? Ich glaube, das ist die hier. So, dann daneben diese da. Dann das Gänseblümchen und die andere Blume. So. Dafür ist das doch die Rose. Diese beiden hier, dann müsste ich die beiden tauschen. So. Dann die gelbe und die lila, ne? Und dann die weiße. Nein, irgendwas ist falsch. Okay, dann tauschen wir die beiden nochmal. Okay, es ist immer noch was falsch. Rot, blau, orange. Rot, blau, orange. Ah, lila und schwarz habe ich vertauscht. Jetzt habe ich es. Mit Movie Maker, das ist voll leicht zu bedienen, ja. Ja, den alten halt. Ich renne da auch mit so Universen, werde es nicht mit anderen rennen, nur weil jemand ein Tutorial davon will. Lila, schwarz, nicht schwarz, lila. Genau. Das habe ich ja auch gerade festgestellt. Ja, ich meine, das ist genauso wie Ilori. Ilori hat auch ihren Weg gefunden. Auch wenn, das weiß Ilori selber, Ilori immer Rausch drin hat und mir das tierisch auf den Keks geht, gucke ich aber trotzdem Iloris Let's Play, weil ich es einfach mag. Und wenn sie das nicht herausmacht, was soll ich da machen? Das ist doch ihr Ding, wie sie es macht. Deswegen kann man da sowieso nicht eingreifen. Aber manche Leute meinen, sie könnten da bei jemandem, dem, weiß ich nicht, die ultimativen Tipps geben oder so. Das habe ich ja auch schon in der Vergangenheit kennengelernt, dass dann welche meinten, so, ja, das ist jetzt der Trick, um erfolgreich zu sein. Dabei gibt es keinen Trick, um erfolgreich zu sein, sondern einfach, man muss einfach dranbleiben, regelmäßig was produzieren und ja, das halt irgendwie so machen, wie man es halt hinkriegt. Und wenn man es halt so oder so hinkriegt, dann macht man es halt dann so. Aber es gibt da jetzt nicht so das ultimative Programm. Ich bin ja auch immer so jemand, ich möchte mal alles perfekt machen, aber das gibt es halt einfach nicht. So. Vor allem nicht beim Let's Playen. Ich habe jetzt auch Matter angeguckt. Ich gucke Matter nicht so oft an. Ich gucke meistens nur Ilori an. Und da habe ich auch wieder gemerkt, dass Matter eine ganz andere Art hat als Ilori oder ich. Und das ist einfach schon, der Mensch an sich macht schon den Unterschied aus. Deswegen kann ich auch, sage ich ja auch immer, ja, jeder Let's Player ist, ne, anders. Was ist denn hier das richtige Bild? Das hier? Das hier. Ja, jeder Let's Player hat seine Besonderheit. Irgendwie, von einem wurde ich auch gefragt, ob seine Stimme sich überhaupt für Let's Plays eignet. Wieso soll seine Stimme sich nicht für Let's Plays eignen? Also ich finde, das ist eine sehr individuelle Sache. Das passt hier nicht zusammen. So, jetzt haben wir es. Ich finde, jeder Let's Player ist ein Individuum und man kann das auch nicht nachmachen. Und jeder hat seine eigene Art. Außer die, die es gezielt auf Nachmacher auslegen. Ja, du, das kommt mir aber auch so billig vor, wenn Leute so Sachen nachmachen.
Also ich hatte halt gefunden, dass Kelturio zum Beispiel so ein bisschen so nach Gronkh klingt, aber mein Freund hat das dann eher auf den Punkt gebracht. Er hat einfach gesagt, er versucht so ein paar Witzchen einzubauen, der Kelturio. Und er ist auch viel ruhiger als Gronkh. Gronkh ist ja jetzt so richtig auf Entertainment abgegangen. Und ihr wisst ja, ich kann zum Beispiel halt beides sein. Ich mache meistens halt noch so witzige Witze zwischendurch, bin aber auch manchmal aufgedreht, aber manchmal auch ruhig. Und ich finde, bei Gronkh ist es nur noch so Action, da, die, da, laufen wir da durch und bam, bam, bam. Deswegen gucke ich zum Beispiel auf Gronkh nicht mehr. Ist halt so, dass sich halt vielleicht auch der Stil mit der Zeit verändert von einem Let's Player. Dass man halt so das rausfindet, was einem jetzt am meisten zusagt. So, welches Bild passt jetzt hier hin? Das da. So. Aber so viel einfach nur mal zum Let's Play. Und ich finde es halt auch so. Es ist einfach, jeder hat seine eigene Art und jeder hat dann auch seine eigenen Fans. Und da ist auch gar kein Problem dran. Jeder findet auch sein Publikum. Und das ist zum Beispiel auch wieder so ein Grund, warum man nicht sagen kann, so, ich werde jetzt von dem empfohlen und dann kriege ich 10.000 Abos und dann bin ich voll berühmt oder habe voll viel mehr Aufrufe oder so. Das hat man ja auch gesehen bei Matta. Da wurde ja auch, hat der eine Typ einfach aufgerufen, abonniert sie. Und Matta hat es eigentlich gar nichts gebracht. Die hat da jetzt eine höhere Zahl stehen. Hat natürlich deswegen auch höhere Erwartungen an den Kanal, aber gebracht hat sie eigentlich gar nichts, weil die Leute gar nicht ihren Kanal verfolgt haben, sondern einfach nur bei dieser, ja, Promotion-Aktionen mitgemacht haben. Es tut mir auch sehr leid, das ist echt total doof, aber was will man dagegen sagen? Die Leute selber denken dann, sie hätten einem was Gutes getan, dabei haben sie gar nichts Gutes getan. Also ich kann nur sagen, es ist halt immer ganz gut, wenn man thematisch mit jemandem zusammenarbeitet bei bestimmten Projekten und dadurch die Leute dann dahin gehen. Zum Beispiel, wie ich das jetzt im Livestream gemacht habe, ich habe Digimon, Digitalic Masters Leute eingeladen und habe gesagt, ja, hier Leute, wenn ihr Digimon spielt, dann guckt mal auf deren Kanal. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die abonnieren. Das sind einfach Leute, die brauchen das dann auch. Das ist so gezielte Werbung. Und deswegen meine ich auch, ich kann nicht an Leute irgendwie wild in meinen Let's Plays mitmachen lassen. Und dann finde ich die Sachen gar nicht gut, die die machen, oder weiß ich nicht. Das passt thematisch gar nicht zusammen. So. Ja, weiß ich, Mary, dass du uns als Vorbilder nimmst. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir weitermachen müssen. Weil ich schon wieder so viel quatsche. Ich lasse mich einfach so hinreißen zu quatschen heute. Das ist unglaublich. Ja, aber ich würde halt euch das nochmal so sagen, wie ich das so sehe. Mit den Sachen. Ich finde es halt gut, dass jeder anders ist und man auch ganz klar die Unterschiede meint und merkt zwischen den einzelnen Personen. Und das macht halt die einzelnen Leute aus. So. Und ist halt dann noch der Reiz daran. Und dieses Nachmachen von anderen Leuten, das klappt sowieso nicht. Irgendwann kommt das ganz normale Mensch dadurch. So wie man ansonsten sich auch benimmt. So, gibt es jetzt hier irgendwie noch einen Trick? Okay, hier gibt es keinen Trick. Oh, ich weiß gerade nicht, wo es weitergeht. Haha, wie süß, Mary. Wie alt bist du denn nochmal? Ich gehe mal ganz zurück. Weil wir können ja da oben noch eine Karte reinsetzen. Diese hier nämlich. Der Greif. Sonne, Mondscheibe, okay. Kommt die jetzt rein? Auf jeden Fall habe ich jetzt noch ein neues Teil bekommen. Ich finde es gerade echt super, dass du hier aus dem Nähkästchen plauderst. Aber das finde ich aber schön, dass dir das gefällt. Ja, das sind einfach so die Gedanken, die man halt hat und was man mit der Zeit lernt, wenn man halt so Let's Player ist. Also. Zum Beispiel kann ich so jetzt einfach so sagen, für mich, das kommt bei mir so an. Ellori ist nur eine ganz ruhige Person, die aber zum Beispiel mit ihrem Abonnenten nicht so schroff umgeht wie ich. Ich gehe da eher so von Kumpel zu Kumpel mit euch um
Und ja, ich finde, ich habe immer sehr dumme Witze auf Lager. Und ja, kann ganz gut Sachen komponieren. Mata kann vielleicht ganz gut Atmosphäre schaffen, würde ich so sagen. Sie gibt sich auch sehr, sehr, sehr viel Mühe mit ihren Projekten. Also bei Mata steckt immer sehr viel Liebe in jedem Part. Und das macht halt Mata so aus, finde ich. Sie gibt sich sehr viel Mühe und macht sich sehr viele Gedanken um ihre einzelnen Videos. Ich mache lieber viele Videos und möchte halt so eine große Vielfalt zeigen. Ist auch ja ein bisschen so anders, dass bei Mata halt, da sie ja auch jetzt zum Beispiel die Sache mit Facecam gemacht hat, da stand halt ihr, sie als Person auch im Vordergrund. Und bei Ilori und mir ist es halt eher so, ihr seht uns ja auch nicht, ich möchte mich ja auch nicht zeigen, dass halt da die Let's Plays halt mehr so für mich jedenfalls im Vordergrund stehen und nicht so sehr meine Person. Aber es ist auch nur so eine oberflächliche Sache. Also das ist jetzt auch nur so oberflächlich gesagt. Ist halt auch schon mal ein Unterschied, ob man sich jetzt zeigt oder nicht zeigt. Ich glaube, Mata möchte auch euch mit ihren Let's Plays so mehr unterhalten. Und Elori und ich sind eher in der Richtung, wir wollen das Spiel zeigen. Wir wollen mit dem Spiel eine schöne Atmosphäre schaffen. Wollen das Spiel euch schön präsentieren. Ihr könnt gerne ein bisschen mitmachen. Und dass sich das so verfließt. Und Mata möchte halt schon Unterhaltung an sich bieten. Ich glaube, das ist so das Beste. Ja, To the Moon gucke ich nicht. Wie gesagt, ich gucke nicht so viel Mata. Ich gucke bei ihr natürlich das Let's Change. Und ich habe jetzt bei Skyrim mal reingeguckt. Aber es ist halt auch einfach so, ich arbeite mit ihr ja so zusammen. Wir machen zusammen das Forum und so. Machen Projekte manchmal zusammen. Tauschen uns aus. Helfen uns gegenseitig. Aber es das heißt ja nicht, dass ich alle Sachen gucken muss von ihr. Und von mir guckt sie auch nicht alle Sachen. Guckt sie auch eher seltener rein, weil sie die Projekte nicht interessant findet. Ilori guckt zum Beispiel ganz viel Mathe, das weiß ich. Ilori guckt bei mir nicht sehr viel oder sie schreibt einfach nicht sehr viel. Aber ist ja auch nicht schlimm, weil insgesamt stützen wir uns halt alle und das ist halt das Wichtige, was wir uns aufgebaut haben, wir Mädchenverein über die Zeit. Ja, das so die Unterschiede, die ich jetzt so sehe zwischen Mathe, Ilori und mir. Und zum Beispiel mag ich auch total gerne Ilori halt abends gucken und zum Beruhigen und so. Da kann ich immer sehr schön einschlafen oder höre auch, während ich ihr Let's Play anhöre, spiele ich gerne und so. Das sind halt so einfach so Sachen, die ich gerne mache. So. Und so hat jeder halt seine Leute, die er guckt oder nicht guckt. Ich gucke generell ja nicht sehr viele Videos, weil ich sehr viel selber produziere. Und da habe ich gar keine Zeit, dann noch so viele andere Let's Plays zu gucken. Ab und zu gucke ich dann mal bei anderen Leuten rein, aber. Ja, so viel nochmal dazu. Also nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, irgendwie, ich mag den nicht oder den nicht. Oder ich finde, der ist scheiße, der ist schlecht. Wie gesagt, es gibt keine schlechten oder scheiß Leute. Jeder hat seinen eigenen Stil und seine eigenen Vorgaben und Ziele. Da ruft jemand draußen. So, ich glaube, die Tanzapfen kommen hier rein zum Feuern. Obwohl die ja eher mehr Rauch verursachen würden als alles andere. Ah, genau, hier kommt die Sonnenscheibe jetzt rein. So, das also ich sehe den, dass jeder einen anderen Stil hat und dass jeder in seinem Stil ein kleiner Profi ist. Ja, siehst du, da hast du deine für jeden Geschmack, also für jeden, wie es dir gerade geht, hast du einen Let's Player. Oder Let's Playerin, die du guckst. So. Wieso willst du was Goldiges bei mir? Bin ich so goldig? Das müssen wir mal erklären, Eisbold. Das muss ich nochmal überlegen. Achso, genau, ich muss mich hier in der Mitte orientieren. So war das. So. Ja nicht nur goldige Spiele, wenn ich mich so selber bewerten darf. So passt.